wenn wir ehrlich sind, wir haben es nicht gut gespielt, aber dass es 0-3 ausgeht, so war auch nicht das Spiel. Das haben wir auch nicht verdient. Aber dass wir verloren haben, das war natürlich am Ende schon verdient. Aber 0-3 war zu viel. Auf viele Sachen waren wir eigentlich überlegen. Aber ich finde, man muss sehr kritisch sein, auch auf unser eigenes Spiel heute. Das hat uns gefehlt heute in vielleicht den richtigen Zug oder richtige Schärfe und bis nach vorne, und um etwas zu machen bei den Gegnern. Und das, ja, das muss man verbessern. Das geht so nicht, dann kann man kein Tor schießen. Ja, ich glaube, es weiß jeder, dass es kein gutes Spiel von uns war. Wir haben vieles vermissen lassen, meiner Meinung nach. Waren trotzdem, ich glaube, in jeder Statistik die bessere Mannschaft. Aber ja, das ist dumm, aber wenn man kein Tor schießt, dann bringt das alles nichts. Und das haben wir heute vermissen lassen, haben hinten dann auch, ja, als Mannschaft nicht gut verteidigt in manchen Situationen, und dann kann es in der Bundesliga schnell gehen und dann legt man 3-0 zurück und dann ist es natürlich schwer für jede Mannschaft, da nochmal zurückzukommen. Aber gegen Bremen eigentlich eine super Mentalität auf den Platz gebracht und auch am Ende verdient gewonnen. Gegen Leverkusen war es eigentlich von der Plan sehr, sehr gut. Heute haben sie auch viele Sachen von der Plan richtig gut umgesetzt, aber am Ende fehlt es uns etwas. Und das hast du gespürt, das hast du auch gespürt im Stadion, es fehlt uns etwas und das hat uns nicht geklappt, um das zu ändern in der Halbzeit. Wir gehen unseren Weg weiter. Klar, die Niederlage ist, ja, nicht schön, sagen wir es mal so. Ich glaube, die wird noch ein, zwei Tage im Kopf bleiben. Aber wir gehen unseren Weg weiter. Wir wissen, was wir können. Es war heute nicht unser Tag. Müssen wir einiges besser machen. Das werden wir analysieren, werden wir ansprechen. Und dann sind wir wieder gewappnet für Montag.